Dann gucken wir uns nochmal Battle Stamps. Einfach rüberziehen und dann haben wir Everett damit ausgerüstet. Ja, nehmen wir das für Everett. Und ich drücke immer noch die falschen Tasten. Da glänzt was. Da haben wir Süßigkeiten auf dem Boden gefunden. Mal gucken, ob wir hier im Park noch schnell die paar Süßigkeiten zusammensammeln können, die wir für den anderen brauchen. Da haben wir es ja schon. Und dann kaufen wir uns Black Cat auch noch. Den bekommt dann Ren. Und gucken wir noch mal, was man hier drüben machen kann. Kinder, ihr seid in großer Gefahr. Endlich jemand, der sieht, was vor sich geht. Ich sehe immer, was vor sich geht. Heute Nacht werden wir attackiert. Von Zucker. Ist das dein Spitzname für eins dieser Monster? Zucker ist das größte Monster von allen. Es gibt dir Karies und macht dich fett und du kriegst Pickel davon. Warte mal. Und deshalb bin ich hier heute Nacht und versuche, gesundes Essen den Kindern näher zu bringen durch das Spiel Bobbing for Apples. Wollt ihr spielen? Nein. Okay, fangen wir an. Versuch so viele Äpfel einzusammeln, wie du kannst, bevor die Zeit um ist. Grüne Apples sind seltener und du bekommst mehr Punkte dafür als für rote. Oh, und ich kaufe auch nur Bioprodukte. Also passt auf, da könnten Würmer und andere Parasiten drin sein. Was? Los. Wir haben ein neues Quest bekommen. Und müssen jetzt versuchen, 20 Äpfel rauszufischen in der vorgegebenen Zeit. Und mal gucken, was wir jetzt dafür bekommen, dass wir gewonnen haben. Das war klasse. Du hast mehr Äpfel bekommen, denn als ein Lehrer an seinem ersten Schultag. Also, was kriegen wir, da wir gewonnen haben? Süßigkeiten. Cool. Warte, ist es ein Trick? Sollten sie nicht gute Zahnhygiene zeigen? Na klar. So, hier sind ein paar Süßigkeiten, die euch helfen werden, eure Lektion zu euch an die Lektion zu erinnern. Es nennt sich Positive Reinforcement. Es tut mir leid, mir fällt das deutsche Wort dafür nicht ein. Und wir haben 20 Süßigkeiten bekommen. Kommt wieder. Vielleicht probieren wir das ja später nochmal aus. Aber da unten habe ich gerade noch was anderes gesehen. Was kann man hier machen? Wir haben ein neues Quest bekommen. Oh Mann, sammelst du auch Creepy Treat Karten? Ich brauche nur ein Glob, um mein Set zu vervollständigen. Ich tausche mit dir gegen eine sehr, sehr seltene Karte. Ich muss an mein eigenes Set denken, aber wenn ich es zweimal finden sollte, dann sage ich dir Bescheid. Oh Mann, danke. Mal gucken, was wir hier machen können.
Bake Sale, Hot Pies. Lecker. Viele leckere Kuchen. Aber sieht so aus, als würden die uns die Straße versperren. Wird auch langsam Zeit, dass ihr Kinder freiwillig helfen wollt. Unser Schulkuchenverkauf zählt auf euch. Eigentlich, Mrs. Puttepam, versuchen wir vorbeizukommen, damit wir da hinten auch noch Süßigkeiten holen können, damit das große Tor. Unsinn. Die Süßigkeiten können warten. Ich brauche Hilfe, um Kuchen zu machen. Oder wir müssen unsere Sportklasse ausfallen lassen. Kein Sport mehr? Okay. Du wagst es so vor deiner deiner Lehrerin zu sprechen? Du kommst Montagmorgen gleich zu mir ins Büro. Nein, bitte. Meine Mutter bringt mich um, wenn ich wieder zu Ihnen ins Büro muss. Können wir irgendwas machen, damit Everett keinen Ärger bekommt? Ja, ihr könnt losgehen und mir noch ein paar Zutaten holen, damit ich noch mehr Kuchen backen kann. Und jetzt beeilt euch, bevor ich meine Meinung wieder ändere und ihr beide Montag nachsitzen müsst. Ein neues Quest, schon wieder. Diesmal müssen wir Kuchenzutaten für die Direktorin sammeln. Hier kommen wir nur von der anderen Seite drüber und so wie es aussieht, will Everett der Direktorin nicht unbedingt helfen. Wir müssen aber, da wir ja sonst nachsitzen müssen. Mal gucken, was er zu sagen hat. Nur eine private Party für patriotische Helden. Wir sind patriotische Helden. Nein, eure Kostüme zelebrieren Monarchie und Wissenschaft. Wo ist denn das patriotisch? Ich habe einen Kollegen vor den Stufen da drüben, der vielleicht helfen kann, euch zu inspirieren. Sagt ihr, dass es wichtig ist und um Manifest Destiny geht. Habt ihr das verstanden? Und wir haben ein neues Quest, The Patriots Party. Und so wie es aussieht, reden wir jetzt mit Abraham Lincoln. I have a Manifest Destiny. Du solltest einen Arzt aufsuchen. Hier, lass mich dir was verschreiben. So wie es aussieht, können wir uns jetzt die Freiheitsstatue zusammenbauen, wenn wir die Teile dafür finden. Dann gehen wir doch hier gleich mal. Hier kommen wir nicht in den Garten. Gehen wir doch erstmal hier im Haus gucken. Und wir müssen wieder gegen ein Monster kämpfen. Aber zum Glück sind wir ja immer noch ein starker Roboter und ein Ritter. Da ist das überhaupt kein Problem. Kämpfen wir erstmal gegen den hier. Und fast. Dann das gleiche nochmal.
Gott sei Dank ging das daneben, da ich die Tasten wieder nicht getroffen habe. Aber unsere Spezialattacken helfen uns da ja. Schild brauchen wir, denke ich, diese Runde nicht. Also greifen wir einfach ganz normal an. Das war, glaube ich, ein bisschen spät. Und wir haben trotz allem gewonnen. Und zwei neue Creepy Treats. Und wir haben ein Level Up. Wir haben jetzt mehr Gesundheit und sind stärker beim Kämpfen. Und wir haben noch jemanden gefunden, der versteckt ist. Drei Kinder haben wir schon gefunden. Noch drei und wir bekommen einen Preis dafür. Bin mal gespannt, was das ist. Und hier ist noch ein Abraham Lincoln, so wie es aussieht. Was ist das Passwort? Manifest Destiny? Ihr habt ein paar sehr, sehr starke Freunde. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Und das Passwort war anscheinend richtig, dann... So können wir aber nicht rein, weil wir nicht nass werden wollen. Dann müssen wir... das hier machen. Und so kommen wir rein. Da ist eine Leiter. Und hier drüben ist eine Truhe. Mal gucken, was da drin ist. Ein Bettbezug, den wir, glaube ich, für unsere Freiheitsstatue brauchen. Und jetzt sind wir wieder hier, aber hier müssen wir ja nichts machen. Gehen wir wieder raus. Gucken uns nochmal hier ein bisschen um. Oh, hier ist schon zu Ende. Aber hier sind noch Süßigkeiten auf dem Boden. Und hier kommen wir auch in den Garten rein. Mit ein paar gruseligen Grabsteinen im Garten. Und noch einer Truhe. Mal gucken, was da drin ist. 50 Süßigkeiten. Na dann... gehen wir doch hier gleich auch nochmal nach Süßigkeiten fragen. Und zur Abwechslung mal kein Monster, sondern jemand, der uns Süßigkeiten gibt. Und so wie es aussieht, sind wir die Letzten, die überall nach Süßigkeiten fragen. Denn überall werden die Lichter ausgeschaltet, wenn wir da waren. Hier kommen wir auch in den Garten. Interessante Dekorationen haben die hier, aber viel machen können wir damit nicht. Also gehen wir auch hier nochmal nach Süßigkeiten fragen. Mal gucken, was da ist. Und wieder ein Monster, das wir bekämpfen müssen. Diesmal gegen zwei Zauberer. Sich anscheinend auch heilen können und stärker machen. Also versuchen wir den jetzt zu besiegen, damit der uns nicht angreifen kann. Immerhin ist er der Stärkere.
Und wir brennen was gar nicht Gutes, aber wir haben ja schon gewonnen. Und wir haben einen neuen Creepy Treat bekommen, die wir uns eigentlich auch mal wieder anschauen können. Drei Seiten haben wir, aber die sind alle noch leer, bis auf ein paar auf der ersten Seite. Naja, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Haus. Wir haben das immer noch nicht, was er möchte. Hier geht's nicht lang. Geht's hier lang? Nein, auch nicht.